Gunnar Kaiser macht in seiner Lebensglaubenskrise die Wette Pascals auf, dass man unter den vier Alternativen ja sowieso nur in einer einzigen Form gewinnen könne. Nämlich man glaubt und es existiert tatsächlich da etwas, weil dies sich festmacht am Glückserfüllungswunsch und am erfolgreichen Gelingen eines vollbrachten Lebens. Es kann aber auch die Gegenalternative gedacht werden. Du verlierst das Spiel und die Wette, wenn du es bis zuletzt nicht so weit gebracht hast, zu verstehen, was da gespielt wird, ohne Illusionen dir zu machen. Denn falls du dann die Wette verlierst und du beginnst, dich in Glaubensillusionen zu stürzen, dann darfst du gefälligst wiederkommen und kommst nicht heraus aus dem Wiedergeburtenkreis. In diesem Gegenmodell, in diesem Gegenerkenntnismodell des Gegenglaubens eines Buddha.